Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich hier aus dem Marjanovic-Zentrum hier in München-Bogenhausen. Ja, wissen Sie, wir wissen ja alle, wie wichtig Muskeln sind, wie wichtig Krafttraining ist. Und heute bin ich bei einem der besten Krafttherapeuten, den ich kenne. Herr Siegel, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Ja. Und irgendwie habe ich Sie wiedergefunden. Das Gott sei so. Dank, Gott sei Dank. Denn seitdem ich bei Ihnen bin, also tut mein Rücken nicht mehr so weh. Ich möchte heute einfach mal auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal zeigen, was es bedeutet, wenn man Krafttraining macht. Was heißt denn das genau? Kraft heißt im Grunde genommen intensiv gegen Widerstände arbeiten. Ich unterscheide aber immer bei Widerständen zwischen punktuellen Belastungen und gleichmäßigen Belastungen. Im Alltag haben wir immer punktuelle Belastung. Wir gehen eine Treppe runter, wir heben eine Kiste an, wir heben die Kinder hoch. Und bei mir bekommen Sie in der Therapie gleichmäßige Belastung. Und wenn Sie da auf einem hohen Niveau sind, können Sie die punktuellen Belastungen des Alltags besser wegstecken. Mit 13 Jahren haben Sie begonnen, einfach in die sportliche Karriere zu gehen. Sie waren Hammerwerfer. Ja. Sie haben schon früh immer was für Muskeln getan. Das heißt, desto älter wir werden, desto öfters gehen die Muskeln natürlich im wahrsten Sinne des Wortes flöten. Ja? Also so alle 10 Jahre kann man sagen, 10% weniger Muskeln, ja, wenn man nichts tut. Vor allem massiv mit 50. Mhm. Also 30 fängt der Muskel langsam an abzubauen, 40, 50 massiv. Und man muss dann versuchen mit der Muskulatur, das ist für mich das beste Anti-Aging, der Erhalt der Muskulatur. Und wenn Sie die Muskulatur erhalten, dann bleibt Ihr Stoffwechsel oben, Ihre Haltung, die Gelenkführung. Ihr Herz schlägt weniger, wenn Sie stärker sind, weil das Treppensteigen Sie weniger anstrengen. Diabetes, bei vielen, vielen Problemen ist der Erhalt der Muskulatur für mich die Grundlage für gesund bleiben oder gutes Altwerden. Nun haben Sie ja, also wir können jetzt hier keinen Namen nennen, aber bei Ihnen geht ja wirklich die Hot Volley ein und aus. Ja. Sie haben, glaube ich, der älteste Sportskamerad, kann man sagen, ist über 90. Ja. Sie bringen auch älteren Menschen wieder richtig die Muskeln bei. Sagen Sie doch mal ein bisschen was. Ich glaube, der Mensch hat 656 Muskeln. Richtig, ungefähr, ja. Da gibt es ja Muskelgruppen, die werden überhaupt nicht mehr beschäftigt. Ja, quasi. Ja. Ich glaube, das liegt daran, wir waren früher Vierfüßler. Mhm. Die Wirbelsäule hat sich halt aufgerichtet zu einem Turm. Mhm. Und dadurch funktioniert der Körper etwas anders. Und wir müssen jetzt halt die Lücken schließen, die uns die Natur vorgibt. Das ist zum Beispiel die kleine, tiefsitzende Rückenmuskulatur. Und Studien belegen, dass Sie Muskeln in jedem Alter trainieren können. Es gibt eine Studie aus Amerika, die belegt hat, dass mit 3-monatigem intensivem Training die Muskeln auch bei 90 bzw. über 100-Jährigen um 7% gewachsen sind. Die Kraft wuchs um über 170%. Das bedeutet, die Leute waren sehr schwach. Mhm. Ja, Kraft, also Muskeln wachsen in jedem Alter. Jetzt mal wieder die Frage des Amateurs. Jetzt haben wir ja alle irgendwie Lust auf eine tolle Figur. Das heißt, wir nehmen ab. Aber wir nehmen natürlich nicht nur Fett ab, sondern wir nehmen auch Muskeln ab. Ja. Ja. Das ist das Problem bei vielen Diäten. Man macht Diät, man nimmt ab, man verliert auch Muskulatur. Und wenn man die Muskulatur verliert, geht der Stoffwechsel runter. Und wenn der Stoffwechsel runtergeht, dann nehmen Sie danach wieder zu. Das ist der Jojo-Effekt. Wichtig wäre eigentlich abzunehmen und Muskeln aufzubauen. 1 Kilo Muskeln braucht am Tag so ungefähr 70 Kalorien in Ruhe. Das heißt, sagen wir mal, ich habe 5 Kilo mehr Muskeln als Sie, dann habe ich 350 Kalorien am Tag mehr. Mhm. Da kann ich mal ein gutes Glas Wein trinken. Wenn man so Sie kennt als Coach, Sie sind, man muss das wirklich sagen, da schwingt ja die Motivation mit. Sie motivieren quasi Ihre Sportsfreunde, ja, die wirklich hierher kommen. Und Sie sind ja auch ein kleiner Quälix. Ja? Ja. Sie quälen schon. Ja? Aber wenn Sie quälen, dann kommt die Motivation mit. Und das finde ich also, das ist im Grunde fast einzigartig. Ja? Ja, beim Krafttraining ist schwierig, sich zu motivieren. Die meisten haben keine Lust, können sich nicht überwinden. Zum Ausdauertraining ist das anders. Die Leute laufen los und nach ein paar Minuten setzt eine hormonelle Regulation ein. Man ist happy, wohlgefällig, glücklich. Man läuft, läuft, läuft. Ausdauertraining braucht gar nicht viel Betreuung. Beim Krafttraining ist das anders. Das tut weh, das schmerzt die Gelenke und man hat manchmal auch eine gewisse Unsicherheit. Und wenn Sie dann einen guten Coach haben, der Sie betreut, durchs Training führt, dann haben Sie eine ganz andere Intensität. Ja? Nun ist es auch wichtig, ich mach mal, Florian, film mich doch mal bitte, dass man fest mit beiden Beinen steht. Also die Balance ist natürlich auch wichtig und hat immer wieder was zu tun mit Kraft. Ja. Ja, oder der Händedruck, oder man muss ja überall die Muskeln bewegen. Jetzt bin ich im Jahr 2000 bin ich das erste Mal Marathon gelaufen. Mhm. Und zwar, nein, es war 2001, zweite Marathon in Stockholm. Und plötzlich, ich war super gut in der Zeit, also bei 21 Kilometer 1,52, und dachte, Wahnsinn.
Und plötzlich hat sich genau hier, das ist eine ganz kleine, fiese Muskel, die machte zu. Machte zu. Ich konnte nicht mehr laufen. Ja. Ich musste dann eine Weile zu Fuß gehen, was beim Marathon also nicht so spannend ist. Ja? Ist die Kette gestört? Ja, haben Sie keine Chance? Was passiert da? Das ist ein kleiner Muskel, der ist dann nicht gut vorbereitet, der ist überlastet und den hat man einfach in der Vorbereitung vielleicht übersehen. Ja. Ich bin meinen ersten Marathon 1986 gelaufen, übrigens einen, nie wieder. Ja. Das ist eine echte Schinderei. Sie müssen sich das so vorstellen, wachen Sie mal morgen auf und Sie wiegen die Hälfte, dann geht alles leicht, das ist Kraft. Und je kräftiger Sie sind, je stärker Sie sind, umso leichter laufen Sie auch. Mhm. Also ich habe hier sehr gute 10.000 Meterläufer, die aufgrund von Krafttraining ihre Trainingszeiten um 1,5 Minuten verbessert haben, was erheblich ist. Ja. Aber Sie haben natürlich auch Tennisspieler, ja. Sie haben Fußballspieler, Sie haben Basketballspieler, Sie haben alle, und das sind ja ganz unterschiedliche Muskelgruppen. Ein Fußballer braucht natürlich starke Beine, ja. Ja. Aber nicht nur starke Beine, sondern er muss ja auch einen Ball stoppen mit der Brust, der muss einfach, ja. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was über die unterschiedlichen Muskelgruppen, die bei manchen Menschen eben im Grunde quasi nicht richtig trainiert sind. Also ich komme ja selber aus dem Leistungssport. Ich war Hammerwerfer, ich habe American Football gespielt, ich habe Volleyball recht hoch gespielt, ich bin Marathon gelaufen, ich bin Yogalehrer. Ich denke, ich bin ein sehr offener Trainer, empfänglich für alles. Wir haben jetzt 3 Jahre auch Eishockey habe ich betreut. Die Fußballer sind häufig gar nicht so gut trainiert, wie man annimmt. Mhm. Sie haben Teilbereiche, wo die Muskulatur sehr gut funktioniert, Teilbereiche, wo sie nicht funktionieren. Man nennt das intramuskuläre Dysbalance. Dieser Begriff ist in Deutschland leider noch gar nicht so bekannt. Mhm. Wir harmonisieren die Muskulatur, gleichen die aus und können auch da absoluten Hochleistungssportlern helfen. Also ich habe schon Fußballer Champions League in 8 Wochen nach OP fit bekommen bei der Wirbelsäule. Mhm. Ja. Und die Ergebnisse sind da umwerfend. Das ist ja auch hier, Sie haben ja, also ich habe wirklich gestaunt, als ich so ein bisschen nachgegoogelt habe und habe ja auch mit einigen Patienten gesprochen. Die man so kennt. Die man so kennt, ja. Aber da gibt es ja eine Quote bei Rückenthemen bis zu 90%. Ja. Also es ist ja schon gewaltig, natürlich auch in Verbindung mit dem medizinischen Zentrum. Ja. Aber trotzdem, wie wichtig ist denn im Grunde die Wirbelsäule, der Rücken, ja? Also wenn man sich den Körper anschaut, das Grundproblem ist fast immer die Wirbelsäule. Mhm. Ich habe ja viele Patienten mit vielen Gelenksproblemen, aber es geht immer wieder eigentlich auf die Wirbelsäule zurück. Mhm. Und gute Studien belegen, dass sie 91% aller OPs verhindern können. Wenn Sie eine OP-Indikation haben und Sie machen ein gutes Training, können Sie viele, viele OPs verhindern. Mhm. Und das ist so die Aufgabe. Was machen Sie denn anders, wie wenn einer sagt, jetzt gehe ich ins Gym? Ja, und quäl mich mal ein bisschen, so einmal die Woche. Was machen Sie denn anders? Wir haben natürlich ganz andere medizinische Erkenntnisse. Wir haben Bandscheibendruckmessung gemacht. Ich weiß genau, welcher Druck in der Bandscheibe herrscht, bei welcher Bewegung. Der Druck in der Bandscheibe bei der Beinpresse ist zum Beispiel gar nicht so, als wenn ich fast stehe. Mhm. Und wir trainieren vor allem Muskeln, an die kommen Sie im normalen Gym nicht ran. Mhm. Im Rücken haben Sie Muskeln, die sind so klein wie ein Radiergummi. Hier haben Sie Muskeln, die sind riesig groß. Und ich kann mit meinen Geräten die großen ausschalten und diese kleinen, tief sitzenden Muskeln isoliert kräftigen. Und das kann man leider mit anderen Geräten nicht. Nun haben Sie hier natürlich einen riesigen Parcours mit zum Teil Höllenmaschinen. Ja. Jetzt hätte ich einen Wunsch an Sie. Ich würde jetzt gerne einfach mal das ausprobieren. Gerne. Ja, selbst wenn ich eben einfach nicht so gut ausschaue dabei. Ja. Aber ich ziehe mich jetzt mal um und dann starten wir gleich gut. weiter. Zusammen sehen wir gut aus. Super, danke. Gerne. Danke. So, liebe Zuschauer, jetzt wird's ernst. Ja? Herr Siegel, also mein Radeln kann ich natürlich. Ja? Also das ist im Grunde einfach. Aber lieber ein bisschen schneller treten. Okay, wie schnell? Sagen Sie mal. Möglichst eine 70er Drehzahl. Okay. Genau, noch schneller. So. Mir ist wichtig die Frequenz. Ich selber habe ja Arthrose in beiden Knien. Mir geht's prima, wenn ich Rad fahre mit hoher Frequenz. Echt? Also wenn man die Entscheidung hat, draußen Fahrrad fahren, Gang rauf oder runter, lieber runterschalten und schneller treten. Ja. Ja? Aber wenn Sie jetzt sagen, Radfahren, meinen Sie das nicht im Büro oder so? Ne? Nein. Sondern schon das echte Radfahren. Ja, Sie können draußen oder auf dem Ergometer fahren. Auf dem Ergometer, klar, sind Sie wetterunabhängig. Draußen ist natürlich schön. Aber draußen ist besser mit Luft. Ich liebe die Natur. Wie ist denn das? Ja, wir müssen so ein bisschen outen. Ich bin natürlich schon einmal die Woche bei Ihnen und das tut ja wirklich gut. Ja. Aber Sie haben ja bei mir gleich festgestellt am Anfang, weil ich ja viel gelaufen bin oder Läufer bin, dass die Muskeln, das muss gedehnt werden. Jetzt sagen Sie doch da mal ein bisschen was dazu. Bei Ausdauersport wie Laufen, wie Fahrradfahren, arbeitet der Muskel immer nur in einem kleinen Teilbereich. Okay. Und dann wird er da stärker und verkürzt sich in dem Bereich. Also wer Ausdauersport macht, muss viel dehnen oder die Muskulatur versuchen zu verlängern. Aber das Dehnen, es ist ja auch unglaublich schmerzhaft. Gell? Das ist schmerzhaft und auch sehr umstritten. Man weiß gar nicht, ob der Muskel wirklich länger wird eigentlich. Also neueste Studien belegen, dass nachgebendes Krafttraining die beste
dann Möglichkeit ist, Muskulatur zu dehnen, weil sich sogenannte Sarkomere annähern, da sagen wir mal. Ja, man fängt immer wieder morgens fast neu an mit der Dehnerei. Ja, aber man fängt ganz anders an in der Früh, ja? Wenn man einfach ein bisschen was tut. Ja, geht der Tag leichter. Jetzt gehen wir doch mal auf den Parcours. Gerne. Oder? Was machen wir jetzt als nächstes? Wir dehnen die Beine. Okay, super. Dann, liebe Zuschauer, kommen Sie mit. Gerne. Wir machen das jetzt. Benni, sag mir mal einen Sitz. Okay. Jetzt haben Sie ja ganz unterschiedliche Freunde des Krafttrainings. Sie haben auch unterschiedliche Gewichte. Ja. Jetzt sagen Sie mir doch mal, was hier passiert. Also, Hier passieren jetzt zwei Dinge. Ja. Ein guter Muskel ist stark und gedehnt. Wir dehnen jetzt diese Muskulatur da hinten und wir kräftigen die, aber nicht nur in einem Teilbereich, sondern über die gesamte Bewegungsamplitude. Das heißt, langsam die Beine beugen, so weit beugen, wie es geht. Wie viel Kilo haben wir jetzt da drauf? Das sind 80 Pfund bis also 40 da Kilo, hinten oder? Hin. Oh. Und langsam wieder strecken, das ist es. Da vorne fällt es Ihnen wahrscheinlich leicht. Ja. Stopp und wieder beugen. Beugen und Kraft bis in die Endposition des Gelenks. Halten, halten, halten. Und langsam wieder strecken, dabei eine leichte Vorneige. Hm. Wenn ich die Hand hier reinbekomme, bekomme ich von Ihnen eine Flasche Rotwein. Gegendrücken. Gegen. Nach vorne und da unten jetzt bleiben. So. Ja. Und jetzt gegendrücken. Gegendrücken, ja, das ist gut. Und wieder die Beine beugen und meine Hand nicht reinlassen. Sonst Rotwein. Halten. Ja, jetzt haben Sie Spannung. Ja. Und das ist Kraft. Und wieder die Beine langsam strecken. Ja. Beschreiben Sie doch mal genau, was ist Kraft? Kraft ist im Grunde genommen die maximale Fähigkeit, die der Muskel, wenn er anspannt, die Spannung, die er erzeugen kann. Mhm. Wenn Sie viel Spannung im Körper haben, sind Sie entspannt. Ah. Das Gegenteil von Verspannung ist nicht oft die Dehnung, sondern die Kräftigung. Das ist sehr stark. Es geht alles leichter, Sie werden lockerer. Und selbst wenn Sie 12 Stunden arbeiten, sind Sie locker. Und wenn man verspannt ist? Soll man ruhig reintrainieren. Reintrainieren. Ja. Mit Gefühl, hängt von der Qualität des Therapeuten ab. Aber diese nicht zu viel dehnen und den Wirbel und den Muskel vielleicht zu sehr stressen, sondern ruhig reintrainieren, bewegen durch die Lücken. Nun sind Sie ja ein Coach. Sie machen ja sehr, sehr viele Übungen mit. Ja. Das finde ich natürlich super sympathisch. Und da kriegt man ja auch die Motivation. Oder Sie sagen, okay, einer geht noch oder zwei gehen noch. Ja, und dann motivieren Sie. Und man fühlt sich einfach auch, sagen wir, geist-körper-seelenmäßig sehr entspannt. Die Übung mache ich mit, nicht um Ihnen sympathisch zu sein, sondern aus Egoismus. Ja. Ja, das tut mir ja natürlich auch gut. Wenn Sie jeden Tag viele, viele Stunden Menschen motivieren, wer motiviert Sie? Ihr Körper muss gut funktionieren und Ihr Geist natürlich auch. Ja. Und insofern ist das für mich auch unheimlich gut, wenn ich da selber die Übung mitmache. Ja. Sie kennen ja sicherlich einige große Fußballtrainer auch. Sie haben ja eine unglaubliche Karriere hinter sich. Sie waren in den USA, Sie waren Spanien. Sie kennen also einfach verschiedene Sportarten. Aber als damals, das liegt schon lange zurück, also hat mir jemand mal als Bayern-Fan erzählt, als damals Felix Magath die Bayern übernommen hat. Also mit Ihnen raus zum Wahlberg mit der Mannschaft und zum Thema Mitmachen. Ist also praktisch raufgejoggt am Wahlberg. Super Vorbild. Ja. Genau, dann kam er runter. Und dann sagt er so, jetzt gehen wir nochmal, wer freiwillig, ich gehe nochmal rauf. Und das ist eine Ansage, wenn jemand es auch vormacht. Ich denke, das akzeptieren auch so junge Spieler, wenn da einer vormacht, wenn der authentisch ist, wenn er das wirklich auch nicht nur redet, sondern auch umsetzt, dann kommt das bei den Spielern an. Ja. Jetzt hier diese junge Dame, diese hübsche Dame, die liegt jetzt am Boden. Was ist da, was macht jetzt Benni mit ihr? Der Benni wird sie, glaube ich, jetzt erstmal mobilisieren in der Wirbelsäule, dehnen. Aber kann Benni auch quälen? Ja, das ist der Zweitschlimmste. Er heißt bei uns der Schinderhannes. Der Schinderhannes. Zwischenzeitlich geht's noch, Aber jetzt stopp, einmal ablegen, vielleicht Pause, die Beine ablegen und jetzt nochmal mit den Fußspitzen anziehen und jetzt mit den Händen so weit nach vorne, wie wir kommen. Aha. Jetzt kommen wir viel weiter als vorher. Ja, das stimmt. Das heißt, gutes Krafttraining kräftigt die Muskulatur über die gesamte Bewegungsamplitude und dadurch werden Sie viel beweglicher. Ja. Wie ist denn das mit dem Timing, also jetzt, was jetzt die junge Dame macht? Wie oft muss man das machen? Kommt es auf den Body drauf an? Kommt es wie fit? Also die Dame sieht ja sehr fit aus. Ja. Macht die dann mehr als jemand? Oder Sie macht normalerweise mehr Intensität. Ja. Ja?
Sie arbeitet mit einer ganz anderen Intensität. Normalerweise hängt das vom Leistungsstand ab. Ja. Also ich selber trainiere einmal die Woche. Mhm. Knallhart, 45 Minuten. Auch hier, oder? Ja, das reicht. Im eigenen Haus? Ja, natürlich. Ich habe es nicht so weit. Und ist dann Benny da oder machen Sie Training für sich selbst? Meist schindet mich der Benny oder ein Kollege von ihm. Aber andersrum genauso. Also die Trainer bei uns trainieren alle meist einmal die Woche hochintensiv. Ja. High Intensive Training, wie das im Moment so genannt wird. Einmal die Woche ist enough oder muss das ein bisschen... Ist enough. Also, ich mache das seit 26 Jahren, dass ich einmal die Woche Krafttraining mache und ich fühle mich super und bin stärker als früher. Mhm. Mhm. Ja, das reicht. Ja. Und einmal die Woche mache ich Ausdauer und bin in beiden Bereichen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ausdauer, was heißt das genau? Durch meine Knie und ich stehe den ganzen Tag, kann ich nicht joggen gehen. Aha. Und deswegen nutze ich natürlich einen Fahrradergometer und fahre 45 Minuten hochintensiv Fahrrad. Also das heißt 70 plus 70 Umdrehungen? Drehzahl, ja. Aber es kommt nicht darauf an, dass man stärker einstellt oder mal bergauf oder runter? Na ruhig, die Herzschlagzahl muss stimmen. Man sagt so 170 minus halbes Lebensalter, ungefähr so in dem Bereich. Je nachdem, wie trainiert Sie sind, können Sie auch ein bisschen schneller. Dann liegen Sie bei 105 oder was? Ja, nein, ich liege schon bei Puls. Das habe ich verstanden. Nein, ich bin schon, ich fahre recht intensiv, weil ich wenig Zeit habe. Ja, ich habe Angina Temporis, nenne ich es immer, die Zeitnot. Mhm. Ich muss also in kurzer Zeit auch fit bleiben, weil man ist ja Vorbild. Jetzt gehen wir ein Haus weiter. Jetzt gehen wir in die Rückenmaschine. Genau, gerne. Ja, wunderbar. Dankeschön. So, dann auch immer gehen, gell? Ja. Das ist wichtig. Und jetzt? Danke, Benni. So, dann setzen wir uns mal da rein. Das ist ein amerikanisches Produkt? Das ist ein amerikanisches Produkt, entwickelt an der Universität in Florida. Mhm. Und das ist für mich so der Rolls-Royce unter den Therapiemaschinen. Ja. Das ist die einzigste Maschine, wo man wirklich hochintensiv mit Rückenpatienten da hinten diese kleine Muskulatur trainieren kann. Ja. Ja. Man darf nicht vergessen, ich habe jetzt ungefähr 28.000 Patienten in diesem Gerät therapiert. Oh. Und es darf nichts passieren. Ja. Und was mit Patienten, die Fusionsoperationen hatten, die Wirbelgleiten haben, die Stenosen haben, also verengte Wirbelkanäle haben, die Bandscheibenvorfälle haben, und mit denen therapiere ich. Wo kommt denn so eine Maschine, aus welcher Richtung kommt die? Kommt die aus dem Sport? Kommt die? Wer hat sowas entwickelt? Ich meine, das müssen ja eine Kombination aus Maschinen, aus Menschen, aus Ärzten, aus Patienten sein. Entwickelt hat das ein Mann, der heißt Arthur Jones, ein sehr, sehr reicher Mann, der all sein Geld in die Wissenschaft, in die Forschung investiert hat. Mhm. Also hatte der selbst auch Rückenprobleme? Der hatte, glaube ich, selbst auch Rückenprobleme und hat sich Forscher genommen, die für ihn dann Dinge entwickelt haben. Mhm. Und er hat all dieses Wissen zusammengeführt. Mhm. Ja? Und der hat dann zum Beispiel auch ein Haus gehabt, wo ein eigener Flugplatz dran war. Das hat später John Travolta gekauft. Mhm. In dem Haus von Arthur Jones wohnt heute John Travolta. Er hat nie eine Universität besucht, aber hat viel Wissen gesammelt und dieses Gerät entwickelt. Über, glaube ich, 25 Jahre hat das gedauert. Hat viel, viel Geld investiert, um dieses Gerät zu bauen. Und es ist wirklich eine Wundermaschine, kann man sagen. Aber man wird auch gequält. Das tut richtig weh. Wir probieren es mal aus. Ja. Und man kann natürlich auch messen, ja? So erstmal wie die Originalrückenmuskulatur war. Und das haben wir bei Ihnen schon mal gemessen. Aber heute wollen wir mal nur trainieren. Jetzt, genau. Ich muss das nur kurz einstellen. So. Jeder Patient wird individuell eingestellt. Ja. Jeder hat eine andere, man sagt Anthropometrie. Der eine hat einen dicken Bauch, der andere ist groß, der andere klein. Und wir können dieses Gerät genauer einstellen. So, dann muss ich Sie ziemlich fest hier einspannen, damit eben Ihre, als Läufer haben Sie natürlich gute Beinmuskeln. Ja. Viele Läufer denken, sie sind fit, aber meistens sind die Beinmuskeln so stark, dass der Rücken schwach wird. Ah ja. Also ich habe Skirennfahrer betreut, Volleyball-Nationalspieler, 100 Meter Weltmeisterin, Fußballer, Basketballer, Handballer habe ich gehabt, alle Sportarten. Aber am schwächsten sind die beinlastigen Sportler. Mhm. Die Jogger, die Biker, meist gute Beine, gute Gesäßmuskeln, auch Tennisspieler, aber kein Rücken. Ja. Ja? So, und ich schnalle sie jetzt mal eben an und dann machen wir ein Training. Ja. Das ist ziemlich eng. Mal vorbeugen, Beine kräftig durchdrücken und wieder entspannen. Jawohl. Das muss sehr fest sein, damit die Kraft der Beine ausgeschaltet ist. Das heißt, die Beine sind jetzt gar nicht mehr im Spiel quasi? Nein, sie spannen sie an, statisch, aber die Dynamik... Aber man muss alles jetzt quasi mit der Rückenmuskulatur bewegen. Ja. Wie viel haben wir jetzt da drauf? Wir hatten letztes Mal, wir nehmen mal heute, 120 Pfund. Wow. Das ist stark. Das ist großes Kino. Und da fangen wir auch gleich an. Und
liebe Zuschauer, wir mogeln nicht bei München TV, sondern jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss meinem Ruf gerecht werden. Genau. Also mal langsam nach vorne in die Beugung. Ja, und jetzt spannt sich hinten genau. Dann langsam nach hinten strecken. Genau. Wenn es piepst. Immer wenn es piept. Der Winkel ist genau eingestellt. Je nach Diagnose oder Alter oder Krankengeschichte müssen Sie bestimmte Gradzahlen halten. Da hängt was dran. Ja, ja. Sagen Sie doch mal unseren Zuschauern, was jetzt da praktisch im Rücken passiert. Jetzt ist Beine, Gesäßmuskeln spannen sich an, aber können nicht helfen. Das heißt, die müssen letztendlich aus dieser kleinen Rückenmuskulatur dahinter alles herausholen. Isoliert arbeiten. Ja? Ja. Und der Widerstand ist ganz gleichmäßig. Sie haben zum Beispiel kein Körpergewicht. Sie sind gegengewichtet. Und die Belastung ist die ganze Zeit im Rücken gleich. Ja. 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 Sie haben jetzt ungefähr einen Druck in der Bandscheibe von 11 Bar. Wow. Und normalerweise, wenn man jetzt normal, was hat man da? Wenn man steht, hat man 3 Bar, wenn man sitzt, hat man 5 Bar. Mhm. Heben Sie ein 4-jähriges Kind an, haben Sie 23 Bar Druck in der Bandscheibe. Oh. Also die Belastungen im Alltag sind höher als jetzt hier. Herr Siegel, Sie sind ja auch ein halber Mediziner, kann man sagen, fast ein ganzer. Beschreiben Sie doch mal, wie wichtig die Wirbelsäule ist und die ganzen Muskelpartien. Also für mich ist die Wirbelsäule immer entscheidend, weil sie gibt uns die Haltung, die Funktion ihrer Zähne. Ja, diese kraniomandibuläre Dysfunktion kann durch eine schlechte Haltung bestimmt. Schulterprobleme sind häufig von mir ein Problem der Wirbelsäule. Mhm. Innere Organe, Bauch, Darmfunktion, wenn sie zusammengepresst werden, kriegen sie immer mehr Probleme im ganzen Körper. Sie müssen versuchen, gerade zu bleiben. Und das ist auch diese Muskulatur. Ja. Das wichtigste Gerät, um den Rücken wirklich stabil zu halten. Aber das gibt es natürlich nicht im normalen Fitnessstudio. Nein. Das wird ja auch medizinisch anerkannt. Also das geht nur in den Händen eines erfahrenen Therapeuten. Geht noch. 1, 2, gehen noch die Hände wieder entspannen. So, und jetzt tut das richtig weh. Ja. Jetzt kommt Herr Lejeune, endlich mein Bedrängnis. Das tut wirklich richtig weh. Ja, geht noch. Einer geht noch. Oh, ich quäl mich. Super. Oh, und jetzt weiß ich, dass Sie sagen, einer geht immer noch. Und jetzt der Letzte. Und jetzt und der Letzte. Liebe Zuschauer, ist er wahrscheinlich der Vorletzte. Der Letzte. Einen schaffen wir noch. Oh. Für die Zuschauer. Einer geht noch. Oh. Super, da geht heute noch einer. Da geht heute noch einer. Ja, Sie weichen nicht aus. Und noch der Letzte. Strecken, groß machen, halten und ganz langsam vorne ablegen. Das reicht. Boah. Ganz nach vorne ablegen. Pause. Ah, super. Boah. Ja, ich verdiene mein Geld im Schweiße der anderen. Ja, Wahnsinn. Aber dadurch, wenn irgendwelche Nerven bedrückt werden oder gedrückt werden, dadurch kann sein, dass sich das auch befreit, oder? Ähnlich wie am Knie oder an der Schulter versuche ich, Mechaniken im Gelenk zu verändern. Mhm. Das ist manchmal im Zehntelmillimeterbereich und dadurch kann sein, dass der Nerv frei wird. Nun sind Sie ja auch noch woanders zu Hause, also nicht nur hier am Marianemann-Center, sondern auch in der Athos-Klinik. Ja. Da haben Sie ja dann auch viel mit Knien zu tun, viel mit Schultern zu tun. Viele Schultern. Wie ist da so Ihr Motivationsschub? Ähnlich. Ja. Also Sie können mit Muskulatur viel machen. Ich meine, der Erfolg dieser Therapie ist bei der Wirbelsäule höher als bei der Schulter. Mhm. Schulter ist oft eine Domäne erst der Physiotherapeuten, der Manualtherapeuten. Bis ich nach einer Operation ran darf mit Trainingstherapie, vergehen meist 3 Monate. Mhm. Das liegt aber daran, dass wir im Deutschen Schulterzentrum arbeiten. Wir haben höchst komplexe und komplizierte Fälle. Mhm. In der Wirbelsäule ist es etwas leichter da. Da arbeite ich normalerweise 6 Wochen nach OP, fange ich da an mit Therapie. Mhm. Und versuche, sagen wir mal, den natürlichen Verschleiß der Wirbelsäule aufrechtzuerhalten. Wenn man so, ich war jetzt gerade, komme gerade aus New York, ich habe da so im John F. Kennedy so ein bisschen geguckt, wenn man so Menschen sieht, auch wie manche Menschen auch schon in jungen Jahren, einfach wo man sieht, da fehlt die Fitness oder Übergewicht oder auch man sieht es am Gang. Warum ist es so wichtig, dass man auch Kraft sich holt, ja? Also nicht nur jetzt einmal Kraft fürs Herz, ist genauso wichtig, aber natürlich Kraft auch für die Muskeln. Warum ist das so wichtig? Es kommen 30-jährige Menschen zu mir und sagen, Herr Siegel, ich habe keine Kraft. Und so stehen die auch da. Mhm. Wir brauchen im Grunde genommen Bewegung und Widerstand. Mhm. Für Bewegung brauchen die Menschen mich nicht. Da können sie laufen, da können sie gehen. Von mir bekommen sie Widerstand. Im Durchschnitt geht der Bundesbürger am Tag unter 1 Kilometer zu Fuß. Statistisches Bundesamt hat das ermittelt. Also wir gehen nicht mal mehr 1 Kilometer.
Das heißt, wir werden immer fauler, degenerierter, das Essen, die Qualität der Nahrung wird schlechter, wir sitzen mehr am Rechner, auch die Kinder. Insofern, für die Zukunft mache ich mir keine Gedanken. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mir mal so überlegt, viele Menschen sagen, ja, ich muss aufs Essen achten. Was halten Sie davon, wenn man sich sagt, ich muss auf meinen Körper achten? Beides. Beides, natürlich. Gell? Ja, ja. Ist wichtig. Also ich habe selber über 100 Kilo gewogen, 104 Kilo in meiner Leistungssportzeit. Ich muss leider auch aufs Essen achten. Mhm. Aber dadurch, dass ich den ganzen Tag sehr intensiv arbeite und ich bin so ein südländischer Typ, ich esse abends gern mit der Familie, ich spare mir die Kalorien tagsüber etwas auf. Denn letztendlich ist immer die Anzahl der Kalorien, die Sie zu sich nehmen, entscheidend. Wann Sie die zu sich nehmen, ist nicht so wichtig. Zählen Sie da ein bisschen mit gedanklich oder sagen, also jetzt... Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch beim Essen, nicht so gerne. Nicht so gerne. Man muss auch Laster haben. Ja, na klar, na klar. So, jetzt machen wir einen kleinen Schnitt und dann, wo gehen wir dann hin? Dann gehen wir an den Boden. Okay, super. Bauchtraining. Okay. Ja, Bernd Ziegel, jetzt möchte ich Sie auch mal am Boden sehen, gell? Gerne. Machen wir das mal. Dann legen wir uns mal hin. Oh, ich ahne Schlimmes. Auf die Ellbogen abstützen. Ja. Ja. Genau. Füße ruhig beugen. Und jetzt rollen wir einfach mal die Lendenwirbelsäule leicht hin und her. Mhm. Genau. Um da etwas zu mobilisieren. Genau. Ich muss auch aufpassen, dass wir unseren Sender nicht wegrollen. Genau. Da wir das schon geübt haben, können wir es, dann legen wir uns auf den Rücken und machen die gleiche Übung wieder. Becken aufrollen und langsam wieder zurück. Genau, nicht ab, genau, nur aufrollen, aufrollen und langsam wieder zurück. Hier aufrollen. Ach, okay. Ja, super, und langsam, jetzt haben wir es. Genau, kein Problem. Genau. Was passiert da? Jetzt mobilisieren wir die Lendenwirbelsäule und Sie können feststellen, ob Ihnen das Hohlkreuz mehr besser tut oder das Aufrollen. Zum Beispiel Stenose-Patienten oder Gleitwirbelpatienten reagieren meist hier negativ auf, Bandscheibenvorfälle hier. Also ich finde es sehr entspannend. Ist auch. Und wenn das kein Problem macht, können wir beide Beine in die Luft nehmen. Okay. Dann mobilisieren wir die Lendenwirbelsäule und versuchen mit den Knien an meine Hand zu kommen und trainieren die untere Bauchmuskulatur. Versuchen mit den Knien an meine Hand zu kommen. Wunderbar. Und wieder runter. Und aufrollen und die Knie gehen an die Decke und wieder runter. Genau, aufrollen. Jetzt mobilisieren wir die Lendenwirbelsäule und kräftigen die untere Bauchmuskulatur. Und richtige Athleten, so wie wir, strecken dabei ein Bein durch. Fußspitze anziehen, Lendenwirbelsäule aufrollen und mit der Ferse an die Decke schieben. Jetzt mobilisieren wir die Lendenwirbelsäule, kräftigen unteren Bauch und, was sagt und dehnen uns, die was ganze sagt uns das Zittern? Zittern ist ein Zeichen von Intensität. Okay. Genau, Ferse an die Decke schieben und wieder runter. Anderes Bein. Oh, genau. Aufrollen und wieder runter. Geht gut. Aufrollen. Oh. Ja. Genau. Fuß aufrollen und wieder runter. Und jetzt bleiben wir da oben. Das ist die Cappuccino-Übung. Jetzt stelle ich einen Kaffee hier drauf. Bein ganz ruhig halten. Wenn Sie ordentlich zittern, habe ich viel Milchschaum. Das ist prima. Und jetzt versuchen, das linke Knie zu küssen. Komm, fünfmal. Eins. Denken Sie an mein Cappuccino. Zwei. Drei, vier und wechsel. Anderes Bein. Einen haben wir noch. Fünf. Eins, die berühmte Cappuccino-Übung. Zwei, genau. Jetzt dehnen Sie die Beine, haben die Lendenwirbelsäule aufgewollt, kräftigen unteren Bauch. Pause. Das sind sehr intensive Übungen. Dafür müssen wir nicht so viel machen. Jetzt setzen wir uns. Beine durchstrecken und greifen die Griffe. Ziehen die Arme an. Strecken die Arme und beugen uns weit nach vorne. Genau. Aufrollen. Dieses Arrogante. Ja. Nase hoch, arrogantes Dehnen, Fußspitzen anziehen. Ich weiß, wo ich drücken muss. Aufrollen, Ellbogen, Arme, Nase weit nach vorne, runterrollen und die Arme lang, 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 lang. Genau, und wieder aufrollen. Ellbogen, Arme, Nase über mich drüber schauen und weit nach vorne strecken. Und so zieht uns die Maschine langsam gradweise oder millimeterweise immer mehr nach vorne. Und weit nach vorne. Ja, und einer. Ja, und noch aufrollen. Und so werden sie spielerisch gedehnt. Ja, ah, super, weil das... Einer noch, der letzte. Oh.
Super. Jetzt, jetzt mal mit den Händen die Füße greifen. Super. Nase hoch, Brust vor, arrogantes Dehnen und die Außenseite der Füße anziehen. Genau, das ist die Bewegung. Genau. Wir haben die Übung vorbereitet, wir haben die Oberschenkelrückseite gedehnt. Kann man auch zu Hause machen, mit dem Gummiband, an die Heizung, an den Kühlschrank, an die Schwiegermutter. Und dann können Sie auch hinten sich dehnen. Ja. Und jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt würde ich gerne Füße vielleicht machen. Ja? Ziehen wir mal die Schuhe aus. Wir ziehen die Schuhe mal aus. Mhm. Es gibt in jedem Fitnessstudio eine Wadentrainingsmaschine, aber leider keine Schienbeinmuskelmaschine. Aha. Die meisten Menschen sind hier sehr stark, aber hier vorne sehr schwach. Jetzt einfach die Beine beugen, wir ziehen mal die Füße stark an. Mhm. Ich habe natürlich auch viele Patienten mit sogenannten Fußheberschwächen, wo der Fuß runterhängt. Einfach mal hochziehen und nachlassen. Ganz einfache Übung für zu Hause. Können Sie im Sitzen machen, im Stuhl. Können Sie jetzt vor dem Fernseher machen. Und da wird dieser Bereich... Was passiert jetzt? Sie kräftigen den Schienbeinmuskel und Sie dehnen immer, man sagt, den Antagonisten, den Gegenmuskel. Der Schienbeinmuskel, für was ist der? Fußheber. Wenn Sie eine Bergtour machen, wandern, Sie gehen berghoch und haben eine Fußheberschwäche, stolpern Sie. Und wenn Sie stolpern... Und wo kommt Fußheberschwäche her? Meist aus der Wirbelsäule. Aus der Wirbelsäule? Aus der Wirbelsäule, aus dem Nerv. Ja, L4, 5, S1, die Etagen. Ja. Jetzt lassen wir die Füße oben. Jetzt greifen wir die Zehen. Wir laufen so viel auf unseren Füßen rum, aber pflegen die nicht. Ja, jetzt ist die Spannung im Körper, haben Sie wieder hier drin. Ja, Sie dehnen hinten und der Fuß kräftigt. Ja. Genau. Die Plantarfaszie unterm Fuß. Man macht ja heutzutage auch viel Faszientraining inzwischen. Genau. Und die Füße ganz stark anziehen. Jetzt gehen die Füße nach rechts und nach links. Die Knie bleiben ganz ruhig. Okay. Da steht der Cappuccino wieder drauf. Die Füße rechts und links. Das ist Stufe 1 in der nach oben offenen Schmerzskala. Gehen wir mal gleich in Stufe 3. Wir legen uns noch mal hin, Beine durchstrecken, Fußspitzen stark anziehen, Oberkörper geht hoch. Wir nehmen den Bauch gleich dazu. Jetzt greifen nur die Zehen. Nur der Fuß ist angezogen, die Zehen greifen. Jetzt brennt es schon langsam. Ja. Genau, noch 4, 3, 2. Jetzt strecken wir die Füße aus. Ja, zittern ist gut. Wieder anziehen. Strecken und anziehen. Strecken und anziehen. Und ruhig den Oberkörper höher nehmen. Haben wir noch Bauchkräfte? Ja. Liebe Zuschauer, ich hätte Lust, in die Werbung zu gehen. Noch 5. 4, 3, 2, Pause. So, jetzt gibt es ja noch diese Megamaschine. Beinpresse, ja, wir haben noch einiges. Ja. Wollen Sie da noch rein? Da gehen wir gleich rein. Okay. Machen wir. Machen wir gleich. So, dann stellen wir beide Beine drauf und jetzt einfach mal ausstrecken. Genau, der erste ist der schwerste oft. Ja. Stopp, nicht ganz durchstrecken. Das ist wichtig. Man darf während der Übung nicht eine Hundertstel Sekunde entlasten. Wieso quälen Sie mich? Weil ich Sie gerne habe. Okay. Ich meine es gut mit Ihnen. Hat mein Vater schon immer gesagt, ich meine es gut mit Ihnen. Wenn Sie stärker sind, gehen Sie die Treppen leichter hoch. Ja. Sie gehen leichter durchs Leben. Es geht alles leichter. Und deswegen trainiere ich jetzt mit Ihnen die Beine. Okay. Die Griffe greifen langsam, die Beine beugen, so weit wie es geht. Und langsam wieder strecken. Schön drucken. Was haben wir jetzt da drauf? Das sind 35 Pfund. Aber es hängt immer so ein bisschen ab vom Lastarm. Sie schieben sich ja auch weg in einen Schlitten, Ihr Gewicht. Jetzt haben Sie ja auch Herren, die 2 Meter groß sind, 160 Kilo wiegen. Ja. Wie gehen Sie denn mit diesen Herren um? Ähnlich. Also vom Prinzip her sind die alle nicht gewohnt, dass der Muskel bis zur völligen Erschöpfung eben arbeitet wie bei uns. Ja. Ja, die arbeiten sehr viel punktuell, sehr viel mit Hanteln. Und Maschinen werden leider häufig belächelt. Aber mit Maschinen erreiche ich in kurzer Zeit meistens viel mehr. Weil die Zeit unter Belastung, die Amerikaner nennen das Time Under Tension, die ist viel länger. Eine Hantel ist immer eine punktuelle Belastung und hier haben Sie die ganze Zeit eine Belastung. Ja. Und wenn Sie 90 Sekunden bis zur völligen Erschöpfung trainieren, reicht das meistens aus. Sie, wie gesagt, wir kennen uns schon so viele Jahre, Sie sind einfach immer gut drauf. Ja. Ja? Hängt es auch darin oder damit zusammen, dass Sie auch Ihren Freunden hier einfach eine gute Physiognomie verschaffen, dass Sie einfach
alles fröhlich machen. Ja? Das ist also was bei mir im Beruf sicherlich ist, ich bekomme sehr viel Anerkennung. Ja. Bekommt der Lehrer, der Polizist, der Banker, bekommen die Anerkennung in ihrem Beruf? Leider nicht. Und zu mir sagen die, Mensch, Herr Siegel, mir geht's so toll, super. Ja, ja. Und wenn der Beruf dann noch von Berufung herkommt. Ja. Ein Psychologe hat mir mal gesagt, wenn Sie das, was Sie machen, lieben, brauchen Sie Ihr Leben lang nicht arbeiten. Hm. Und so kommt mir das auch vor. Hm. Ja. Wie ist es, wenn Sie dann abends nach Hause kommen, zu Ihrer Familie? Sie haben eine tolle Familie. Wie ist es? Wie ist es? Ich bin dann meist verbal etwas erschöpft. Klar. Meine Kinder erzählen dann viel, meine Frau erzählt mir und ich sitze meist schweigend daneben. Weil wenn Sie den ganzen Tag natürlich Menschen motivieren, dann brauchen Sie auch mal eine Zeit, den Akku aufzuladen. Ja. Das geht erstaunlicherweise bei mir sehr schnell. Also ich bin sehr schnell wieder, sagen wir mal, da und frisch und kann dann wieder mit. Nun haben Sie ja auch hier Patienten, die nach einem Schlaganfall kommen, die einfach eine Reha brauchen. Und da ist natürlich Ihre Motivationskunst, also die finde ich genauso großartig wie Ihre langjährige Erfahrung als Top-Coach. Ja. Obwohl ich muss sagen, die Leute, die so Probleme haben, die sind meist noch viel mehr motiviert. Sind dankbar, ja? Gell? Die sind motiviert, die sind dankbar, ich brauche die gar nicht so sehr pushen. Ich habe ja Menschen, die wollen gesund werden. Ja. Ich habe ja keine Menschen hier, die krank bleiben wollen. Die wollen gesund werden, die wollen fit werden, die wollen aktiv ins Leben einsteigen. Und denen gefällt meine Effizienz mit einmal Training in der Woche ein Leben lang gut gestalten. Mhm. Da macht es 80 Jahre alt werden auch Spaß. Ich habe gerade vor unserer Sendung, vor der Aufzeichnung, habe ich so eine sehr charmante Dame gesehen, wie sie sie auch behandeln. Also die freut sich, glaube ich, richtig, weil sie weiß ja gar nicht, was sie erwartet. Ja, also, die Dame gerade, die war 77. Ja. Was erwartet denn so eine Dame? Wie geht denn das los? Das Schöne ist, die sind erst sehr skeptisch. Ja. Und Sie kennen das, wenn Leute immer gleich euphorisch sind und Ja sagen. Mir sind die, wenn ich die Skeptiker rumbekomme, dass die das verstehen, dass die das akzeptieren, dann tragen die Idee weiter und empfehlen mich weiter. Ja. Also ich lebe ja fast nur von Empfehlungen. Ja. Ja. Und wenn ich sehe, wie es auf der Welt heute zugeht, da sollte jeder ein bisschen fröhlicher sein, dankbarer sein, dass wir hier in so einer guten Situation leben auch. Ja. Aber die Dame wird dann einfach eingeführt. Sie wird erstmal vermessen. Ja. Ich mache ein persönliches Gespräch noch mit ihr. Wir checken sie, wir gucken die Muskulatur an, auch bei einer 77-Jährigen. Mhm. Und dann fangen wir adäquat mit ihr an zu trainieren. Mhm. Jetzt haben Sie ja auch hier fantastische Ärzte im Haus. Ja. Viele kommen ja nach ärztlichen Eingriffen, nach ärztlichen Injektionen zu Ihnen. Oder was ja ganz sensibel ist, ist die Halswirbelsäule oder wo zum Teil auch Menschen durch Bandscheiben vorfallen. Ja. Ich meine, hier das Haus ist ja bekannt, eben als Rückenspezialist weit über die Grenzen. Wie wichtig ist, dass Sie auch mit dem Arzt dann reden? Weil der sagt Ihnen ja, Bandscheibenvorfall wurde nicht operiert, aber langsam, wie wichtig ist das, diese Schnittstelle zwischen Arzt und also zwischen Ihrem Center? Also selbst als erfahrener Therapeut, wie ich es bin, mit ungefähr 240.000 Therapiesitzungen, bin ich super erfahren, ich bin Ausbildungsleiter. Aber der Rat der Ärzte ist mir immer wieder wichtig. Ja. Weil die sehen manchmal auf Kernspinnbildern Dinge, die ich nicht erkenne und dann da achten und dann da nochmal individueller. Und diese Rückkopplung ist fantastisch. Mhm. Die Ärzte hier im Haus ja trainieren selber alle fleißig und das passt. Mhm. Mhm. Jetzt mal eine Frage. Seid ihr 5 Tage die Woche oder 6 Tage die Woche hier? Ja, 5 Tage. Ja, ja. Ein Tag ist für Forschung, für Lehren. Also ich gebe Fortbildung, ich gebe Ausbildung, ich gebe Kurse, Referat. Und ein Tag gehört der Familie. Mhm. Ja. Jetzt diese ganze Trainingseinheit hier, die ist ja im Grunde sehr schlüssig. Ja. Ja? Also man muss sich erst mal warm radeln, man muss erst einmal ein bisschen den Puls spüren. Ja? Und dann geht man eben durch den Parcours und ich sage es auch jetzt mal in die Kamera, also man fühlt sich anschließend nicht erschöpft, sondern man fühlt seine Muskeln und man merkt auch, die Muskeln sind strammer, die sind aufgeweckt. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass man auch mal spürt, da geht was. Ja, also die Optik ist mir nicht so wichtig, mir interessiert die Mechanik, aber natürlich der optische Wert ist natürlich auch wichtig. Ein bisschen gut aussehen, dynamisch, freut sich jeder Arbeitgeber. Ja. Wenn Sie dynamische Leute haben, die Kraft haben, die was rüberbringen, als wenn ich da so ein Abgeschlaffter bin. Also ich gebe den Leuten Kraft, nicht nur physisch, auch psychisch. Ja. Lieber Herr Siegel, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Die nächsten Herrschaften warten schon wieder auf Sie. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, Sie sind für mich so eine Kombination aus echter Mensch, Herzlichkeit, Motivation, aber auch jemand, der was versteht und der wirklich die Muskeln von uns Menschen ernst nimmt und sie auch aufweckt. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder.
denke, es hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sollten alle daran denken, desto älter man wird, verliert man auch Muskeln, wenn man nicht etwas tut. Gott sei Dank gibt es solche Menschen wie Bernd Siegel. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Sport.